Hallo von der Meerschweinchenfarm. So, unser Balu hat sich schon super eingelebt. Ein Schmusehündchen und der Lobo. Du bist natürlich auch der Best of, gell? So. Na Balu, schauen wir mal so die ganzen Schweindalen, was du sagst. Hm? Die zwei verstehen sich mittlerweile auch richtig gut. Gell? So. So, oder wo seid ihr denn ihr? Die Sonnenbank ist der volle Renner. Blackie, ha? Huh? Da genießen wir es in der Sonne. Die Wuschel ist ja so lieb zutraulich. Heute gibt es Brokkoli. Gestern haben wir Brokkoli gekauft, Ende nie. Gut. Kommt so diese herrliche Zeit wieder, jetzt wo alles sich zum Blühen anfängt und so. Ich freue mich so. Jetzt wird es dann wieder richtig paradiesisch mit Schmetterlingen und allem drum und dran. Gerade heute habe ich mir wieder gedacht, wie kann man nur ohne Tiere leben? So ein verlorenes Leben. Geht's hier? Du Kalb, du. So, ja, warte ein bisschen, lass mich mal ummarschieren. Mann, der ist so anhänglich, er ist sowas von goldig. Da stirbe ich jetzt schon wieder mit, wenn ich den einmal verabschieden muss. Geil, das Dramatische ist, du bist schon 10. So, oder ihr? Vanille ist schon so gewachsen. Der ist jetzt ziemlich klein angekommen. Na du, die Cindy hat sich super integriert da. Also das ist jetzt schon so eine Freude, dass ich einfach vom... Darf man sie jetzt kurz einmal loben, dass man es einfach vom Gefühl her schon so drinnen hat, wer wo in welche Gruppen gut reinpasst, vom Wesen her, weil ich stöße über noch Wesen zusammen. Gar nicht, nicht Männchen, Weibchen, weil oben habe ich so eine brave Gruppe. Da sind so viele Burmer beieinander, Kastrierte, mit wenig Mädels. Aber das sind einfach lauter so liebliche. Da haben wir, du bist der Macho-Typ da drinnen, der Nervige, gell? Ja. Jetzt haben wir nämlich nur zwei Schweinerl, was zum Integrieren sind, der Tat sind. Denn da weiß ich noch gar nicht so recht, wie er sich wohl reinpassen konnte. Das ist immer, wenn du einen Macho dabei hast. Darum werden wir wahrscheinlich dann nur noch eine neue Gruppe aufmachen, gell? Was soll's. Sind die super, ha? Wie ist das in der Freiheit? Vanille, ha, so wird man aus dem Baby verschwendet. Ja, und da habe ich jetzt praktisch 14 in der Gruppe. Das ist eine optimale Gruppenzahl. Also recht viel weiter gehen wir jetzt nicht mehr auf. Ist auch vom Stresspegel und so von Jana voll optimal. Weil ganz früher habe ich mal eine große Gruppe gehabt mit 30. Hat auch gut gepasst, aber ist trotzdem... So ist es einfach entspannter. Gut. So, der Chili. Chili passt super in die Männergruppe einer. Das ist eine ganz liebe Vierergruppe. Gell, Sammy? Ja, ja, ja. So, steht's einmal unter, du alter Hypnotiseur. So. So, oder? Yes, hallo, hallo. Nanni ist auch wieder in der Gruppe da dabei. Na, Franzi, hm? Das da ist das mit dem. Aber ich sehe, es ist jetzt, habe ich da so, weil wer vertikutiert hat, da so groß muss einer da, die Hälfte ist schon wieder weg. Das ist, ihr seid ein laufendes Band, gell? Hm, Olga? Gusti? Olga. Also von der Gruppe Olga und Waldi sind die Nussi, hm? Olga und Waldi sind die flottern da, die Tonangeber. Wenn wer einer kommt, dann sind sie da. Gut, wer schon ganz offen geworden ist, ist der Luca und der Nils. Am aufgeregtesten ist die Twix immer. Gut, Twix. So, und mein nächstes Projekt ist eben
dass ich die ganzen Pensionen, da werde ich jetzt die Dächer nochmal alle runter da und will es nochmal neu sicher machen und den Madergitter werde ich jetzt alles sicher ausstatten. Galobo, schaust mit deinen Augen. Ja, und weiter an meinem Hausprojekt arbeiten, das zum Schwedenhaus wird. Hallo, du bist ein Baby, ein großes. Du bist ein Baby. Maja ist ein Schmuser, echt unglaublich. So, da und jetzt aber, gell? Wir wünschen nur mal frohe Ostern und alles, alles Liebe.